Ja, herzlich willkommen zurück. Und ich sehe, der Saal, der ist voll gefüllt. Und ich hoffe auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich virtuell zugeschaltet haben, dass Sie ganz gespannt sind. Ja, ich glaube, wir sind alle ein bisschen Fan von ihm. Und ich freue mich unglaublich auf die nächsten 30 Minuten. Er ist bereits im Alter von 5 Jahren mit seinem Vater auf den ersten 3000er. Ein bisschen später hat er dann alle 14 8000er bestiegen. Er hat die Wüste Gobi, Tibet, Antarktis und Grönland durchquert. Und heute durchquert er mit uns die nächsten 50 Jahre und schaut mit uns zusammen an, was hier eben die Treiber sind für eine nachhaltige Zukunft. Es ist mir eine Ehre und ich freue mich unglaublich, dass er da ist. Bitte begrüßen Sie jetzt mit mir mit einem großen Applaus Reinhold Messner. Einen recht schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Heute ausnahmsweise nicht vom Berg, nicht oben am Berg, sondern im Bauch des Berges, sozusagen in den Gedärmen des Berges, wo wir sitzen oder ich stehe. Ich kann natürlich nicht heute noch so am späten Vormittag die Welt retten und ich werde mich auch auf die Alpen konzentrieren und nicht unbedingt darüber hinausgehen, denn allgemein bin ich doch zu wenig Fachmann, um einigermaßen zu wissen, wie die Zukunft wird. 50 Jahre vorauszuschauen, das ist ein Anspruch, den ich auch nicht erfüllen kann. Aber über die Zukunft der Alpen, und die Alpen sind ein Teil dieser Welt, ein sehr fragiler Teil dieser Welt, habe ich viel nachgedacht und möchte Sie mitnehmen auf eine Reise in die nächste Zeit. Vor 200 Jahren gab es ein paar Kälber und ein paar Kühe und ein paar Schafe oben in den Bergen, aber keine Touristen. Die Menschen hatten damals andere Sorgen, nicht nur in den Alpen, sondern europaweit, und haben höchstens hinaufgeschaut und die Berge eher als etwas Bedrohliches empfunden. Erst mit der Aufklärung, der Romantik, mit der Industrialisierung kam dann die Möglichkeit und auch die Neugierde, in die Alpen vorzustoßen. Und dann sind die Menschen weit über die Weideflächen hinaufgestiegen und haben dann ihre Erfahrungen gemacht. Wie gehen wir in Zukunft mit dem Bauland im Alpenreich um? Unten die Täler zu verbauen ist nicht unbedingt schlau, denn dort können wir Wein, Äpfel, Getreide oder was immer produzieren. In die steilen Hänge hineinbauen ist eine Alternative. Und noch besser ist es, habe ich mir gedacht, einfach die Landschaft überhaupt nicht zu verbauen, sondern die Gebäude, mindestens die Wohnräume, in den Berg hineinzustellen. Also dort, wo heute das Betondach ist, war früher genau der Rand des Felsens. Es wurde kein Kubikmeter dazu gebaut. Das Ganze steht auf knapp 1000 Meter Meereshöhe und hat durch diese Ausschnitte, kurze Tunnels muss man sagen, von innen einen großartigen Blick auf die umliegenden Berge. Und alles Verbaute, auch die verbauten geraden Flussläufe, die verbauten Dörfer sind nicht zu sehen. Man sieht nur heile Welt, heile Landschaft. Nun, das ist eine Ausnahme, das weiß ich, aber es soll ein Exempel sein, dass da und dort eben, um die Landschaft nicht zu verstellen, nicht zu verbauen, Wohnräume entstehen, die keine Landschaft kosten. Die Alpen sind natürlich erschlossen, seit 300-400 Jahren in etwa, wurden immer besser erschlossen. In den letzten 50 Jahren kamen dann auf den Gipfeln, neben den Gipfelkreuzen, die ja auch nicht unbedingt notwendig waren, die Umsetzer dazu. Das ist alles ein Einbruch in diese Zonen, die ursprünglich nur Wildnis waren. Der Mensch hat die Alpen gefürchtet, er hat sie nicht als schön empfunden, die Schönheit. Und die Schönheit, die Empfindung kommt ja aus dem menschlichen Herzen und nicht vom Berg selber. Der Berg ist nur da, er ist absichtslos. Er akzeptiert zwar den Menschen, aber er sendet auch Nachrichten, dass er gefährlich ist. Und wenn man den Berg wirklich verstehen will, dann muss man ihm seine Gefährlichkeit auch lassen. Die ökologischen Probleme in den Alpen kommen nicht von den Touristen
und auch nicht von den Bergbauern, sondern die ökologischen Probleme kommen aus den großen Ballungszentren. Dort ist die Industrie, dort ist der schwere Verkehr beziehungsweise auch der normale Verkehr. Dort wird nach wie vor sehr viel Energie verbraucht und die stoßt dann CO2 in die Luft. Und die Städte sind natürlich auch schwerer sanitär sauber zu halten als draußen die Peripherie, wo man wie vor Jahrhunderten, ja wie vor Jahrtausenden mehr oder weniger lebt. Nun, die Menschen haben innerhalb von 8.000, vielleicht auch 10.000 Jahren die Alpen langsam besetzt und eine Kultur entwickelt, sich den Bergen angepasst. Hier Weinberge in der Schweiz, in Terrassen angelegt. Sogar die Gipfel wurden alle bestiegen. Das Matterhorn, einer der letzten großen Gipfel der Alpen, der erobert wurde 1865. Damit war die erste Phase des Alpinismus, die vor allem von Engländern bestimmt war, abgeschlossen. Und die junge Bergsteigergeneration hat sich dann neue, schwierigere und noch schwierigere Wege gesucht. Am Ende kam es vor allem auf das Wie an, dass Menschen auf die Berge hinaufgestiegen sind. Aber diese Bergsteiger sind ein kleiner Prozentsatz, ein Mini-Prozentsatz von dem, was in den Alpen als Tourismus andrängt. Die allermeisten, die in die Alpen kommen, wollen Erholung. Sie wollen nach einem Jahr Arbeit, nach Hektik, nach Lärm in den Städten, nach Aggression in den Städten heraus und Entschleunigung erleben. Sie wollten Stille erleben. Sie wollten vor allem sich erholen. Und das ist nicht unbedingt mit schwierigen Bergtouren der Fall. Aber wenn es uns nicht gelingt, den Individualverkehr aus den Alpen herauszunehmen und in den Alpen Situationen zu schaffen, die schlimmer sind als beim Morgenstau in der Stadt, dann werden wir früher oder später nicht mehr Erholungsraum sein, sondern gemiedener Raum. Ich selber habe relativ früh schon angefangen, über Konzepte nachzudenken. Und mir wurde klar, dass es wichtig ist, in den Alpen den Erholungsraum zu verknüpfen mit der Landwirtschaft. Nun, die Bergbauern, soweit sie oben geblieben sind, bei uns in Südtirol sind sie oben geblieben, in der Schweiz auch, weil sie stark unterstützt werden, in Österreich auch, in Bayern auch. Im Norden Italiens, in der Lombardei und im Piemont, sind die meisten Bergdörfer verloren gegangen. Dort ist es fast unmöglich, das alte Leben, die alte Kultur wieder zurückzutragen. Denn wenn einmal in den Alpen etwas nicht mehr bewohnbar ist, ist es viel zu teuer, zurückzukehren, die Infrastruktur, die Straßen zu gestalten, die Häuser wieder aufzubauen, eine Dorfgemeinschaft zusammenzubringen. Und dann ist dieses Gebiet verloren. Ich selber habe auf Juval in Südtirol, wo ich eine alte Burg wieder saniert habe, um sie als Kulturgut zu retten, 2 Bauernhöfe dazu gekauft, um als Selbstversorger überleben zu können, um auch zu spüren, wie schwierig es ist, auf dem Berg oben die Landschaft zu pflegen und wirtschaftlich zurechtzukommen. Ich habe mir auch, man sieht es ein bisschen rechts unterhalb der Burg, für Notfälle wie bei Corona ein Weingut zugelegt, um über längere Durststrecken hinweg zu kommen. Die allermeisten Kletterer heute klettern nicht am Berg, nicht in der Natur, sondern in der Halle, an künstlichen Wänden, an Plastikgriffen. Das ist ein großartiger Sport, hat aber nichts mit Alpinismus zu tun. Am Mount Everest und anderen berühmten Bergen, Aconcagua, Mount McKinley oder Denali, Kilimanjaro, werden Pisten gebaut alle Jahre, am Everest vor allem, um viele Menschen hinaufzubringen. Und wenn ich dann in einem Gänsemarsch mit 200 Leuten an Fixseilen entlang, an Leitern entlang, geführt von Sherpa-Bergführern, mit Sauerstoffgeräten von 6000 Meter aufwärts, auf einen großen Berg hinaufsteige, ist das nicht mehr ein großer Berg, sondern es ist ein Trampelpfad, den ich benutze, um zu einem Ziel zu kommen. Wie will ich da sozusagen die Größe, die Erhabenheit, die Gefahr des Berges spüren? Was will ich von einer solchen Sache mitnehmen? Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die ich versuche dann zu beantworten. Danke für die Aufmerksamkeit. Sie haben es vorher erwähnt, Sie fühlen sich verpflichtet, darüber zu erzählen, weil Sie das Glück hatten, diese Abenteuer zu überleben.
Wie gehen Sie eigentlich mit dem Thema Angst um? Rechnet man auf so einer Expedition damit, dass etwas passieren kann? Also das ist eine sehr schöne Frage. Man rechnet nicht damit, aber man weiß, ich kann es auch verallgemeinern, aber am besten sage ich, ich weiß oder wusste, dass ich umkommen könnte. Wenn ich das nicht wüsste, dann gehe ich ziemlich blindlings, naiv an eine große Bergtour heran. Ich könnte umkommen, auch wenn ich keinen Fehler mache. Der Berg ist einfach da und da fallen Steine herunter. Und wenn ich unglücklicherweise am falschen Punkt bin, dann kann es sein, dass ich keine Überlebenschance habe. Ein Beispiel, 78 beim Alleingang am Nanga Parbat, erster Alleingang von der Basis bis zum Gipfel an einem 8000er, habe ich im ersten Biwak etwa auf 6600 Meter unter einem Eisüberhang genächtigt. Am nächsten Morgen um 5 Uhr gab es ein Erdbeben, Stärke 7 auf der Richterskala. Und da sind Millionen von Tonnen Eis runtergekommen. Ich wusste nicht, was los ist. Ich habe die Erschütterung nicht richtig gemerkt im Zelt. Ich hatte mein Zelt aber mit einer Eisschraube am Hang, ja, der hinter meinem Zelt stand, verankert. Sonst hätten mir die Lawinen das Zelt mit dem Sog rausgehoben und ich wäre mit dem Zelt einfach in diesen Lawinen verschwunden. Also ich war vorsichtig. Wäre die Lawine aber am Tag vorher runtergekommen, also die Lawine, von allen Seiten kamen Lawinen, weil der Berg ja abgeschüttelt wurde. Dieses Eis ist wie die Äpfel im Herbst vom Baum fallen heruntergekommen. Von allen Seiten. Wenn ich am Tag zu spät gewesen wäre, wäre ich heute nicht da. Und niemand kann wissen, wann ein Erdbeben abgeht. Vor allem nicht jemand, der allein an einem 8000er hängt. Also man rechnet nicht damit, aber ich gehe los mit dem Wissen, es könnte sein. Meine Aufgabe ist es, das zu vermeiden. Und ich gehe nur los, wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles perfekt vorbereitet, ich habe alles im Griff. Wobei ich aber weiß, dass ein Restrisiko bleibt. Ja, es kann immer eben was Unberechenbares passieren. Was geht Ihnen in einem solchen Moment durch den Kopf? Bei der Lawine wusste ich ja nicht, was passiert. Ich wusste nur, mir kann eigentlich nichts passieren. Ich bin unter einem Eisüberhang und das Zelt ist fixiert. Und dann habe ich gewartet, bis das Rauschen, das Poltern vorbei war und habe dann aus dem Zelt geschaut und unter mir nur eine weiße Schneestaubwolke gesehen, die das Tal 6 Kilometer hinaus einfach weiß gemacht hat. 6 Kilometer das ganze Tal hinaus vom Fuße des Berges. Und im Basislager war der Begleitoffizier, der verpflichtend mitgenommen werden musste. Der hat die Lawine auch gehört, der ist erschrocken und hat gemeint, es trifft auch das Basislager. Da kam aber nur mehr der feine Schneestaub herunter. Und der war hundertprozentig sicher, dass ich tot bin. Hat dann mit dem Fernglas in die Wand geschaut und hat dann einen schwarzen Punkt gesehen, aufwärts ging. Also Sie haben dann auch den Gipfel noch gemacht? Ich habe ja, weitergegangen. Natürlich. In den 70er Jahren hat man ja auch begonnen, das erste Mal nach Italien zu reisen, die ersten Ferien zu machen. Hat Sie das nie gereizt, einfach mal an den Strand zu liegen und nichts zu machen? Also ich selber mache nicht Ferien, weil mein Leben darin besteht, das zu tun, was ich gerne und mit Begeisterung tue. Ich unterscheide nicht zwischen Freizeit und Arbeit, Ferien und eingespannt sein. Ja. Ich lebe mein Leben nach ja, den Träumen, die ich habe. Ja. Und die Träume sind eben dort. Andere gehen nach Nepal, um zu wandern, für diese Ferien. Für mich ist es eine Expedition. Also eine Expedition, beziehungsweise genau das, was ich am liebsten tue. Warum soll ich etwas tun, was ich nicht gern tue, wenn mir das Leben die Möglichkeit schenkt, genau das zu tun, was mich ausfüllt, was mich begeistert? Also für Sie ist jeden Tag ein bisschen Ferien. Ja, jeden Tag. Deswegen haben Sie auch einen Weinkeller, oder? Deswegen habe ich auch einen Weinkeller. Aber vor allem für Notlagen wie in den letzten 14, 15 Monaten. Das ist nie verkehrt, ja. Wir kommen zur nächsten Frage. Was darf bei Ihnen auf einer Bergtour nie fehlen? Also, wenn es wirklich dann bergauf geht, ist die Reduktion die Kunst. Alles, was ich mitnehme, ist zu tragen und wird Ballast. Aber das gilt auch fürs Leben. Also weniger ist mehr. Ja, das Minimum. Aber wenn ich jetzt aufbreche in ein Basislager, habe ich immer ein Buch dabei, weil ich zwischendurch auch lese. Ja, aber ich bin nicht abhängig von irgendwas, was ich unbedingt haben muss. Ich habe kein Maskottchen dabei.
Sie haben vorhin in Ihrem Referat erwähnt, jetzt zum Beispiel auf den Mount Everest, das ist nur noch ein Trampelpfad, oder auch auf den Kilimanjaro. Würden Sie dies uns gar nicht mehr empfehlen? Also nicht, dass ich jetzt auf den Mount Everest gehen möchte, aber ist das nicht mehr empfehlenswert? Also am Kilimanjaro ist der Berg einfach so flach und so leicht, dass Trampelpfad oder nicht, da wird keine Infrastruktur gebaut. Am Everest wird eine Infrastruktur gebaut, das ist es. Also da hat man sozusagen dort, wo der Mensch nicht hingehört, so eingegriffen, man muss das alle Jahre neu machen, dass eigentlich das nicht mehr der Berg ist, den Hillary als erster bestiegen hat oder den ich ohne Sauerstoffgerät bestiegen habe. Da gehen im März, April, das ist noch vor der Besteigungszeit, die Besteigungszeit ist im Mai. Im Mai kommen die Monsunwolken und die Monsunnebel an die Südseite, ganz langsam, und der Jetstream von Norden, vom Pol her, lässt nach und dann kommt es zu einer Pattsituation. Dann ist es gutes Wetter, kein Wind und es ist relativ warm, 10, 15 Grad minus. Als ich oben war, war es 40 Grad minus, ein Unterschied. Im Winter ist es 50, 60 Grad minus, haben Polen das erste Mal gemacht. Und in dieser Badzeit im Mai kann man relativ locker hinaufsteigen. Nun tun die Sherpas ungefähr eine Hundertschaft, bauen innerhalb eines Monats einen Weg, eine Piste vom Basislager bis zum Gipfel, alles gehackt zum Laufen, zum Gehen. Wenn irgendwo eine Gletscherspalte ist, wird eine Brücke gebaut. Wenn ein steiler Hang ist, wird eine Leiter hingebaut. Es gibt dann vier Lager, das sind Ärzte, Köche, Kitchen Boys. Das zweite Lager hat ungefähr 400 Zelte. Das Basislager hat 1000 Zelte und dort kann man sich einbuchen im Basislager. Mhm. Wenn man ein Zelt will mit Doppelbett, mit Sauna, mit, ich weiß nicht. Man kann alles da oben schon bald Hotelferien machen. Also 5 Sterne kostet so eine Sache $120.000, Basislager. Mhm. Wird man zum Gipfel gebracht, über die Lager, mit den Sauerstoffdepots, mit den Ärzten, mit den Bergführern, mit den Köchen und wieder runter, wenn es gut geht. Und dann kann man heimfahren. Das ist keine Erfahrung. Und dann steigen 300 Leute hintereinander, manchmal, wenn es eben das Wetter so erlaubt, in einem Gänsemarsch da hinauf. Die Gefahr besteht nur darin, dass die Kolonne zum Stehen kommt, die Leute nicht mehr weiterkommen und dann kommen sie in die Nacht hinein und dann wird es gefährlich. Die Gefahr gab es früher nicht. Früher oder später werden wir am Hillary Step, das ist die letzte Steilstufe, eine Ampel haben. Grünes darf die Gruppe gehen, rot stehen bleiben. Das heißt, man trägt die Stadtkultur, aus der man ja weg will, bis auf den höchsten Berg. 20 Jahren fährt dann Pistenfahrzeug hoch. An Strecke könnte man das. Nein, inzwischen gibt es im Basislager 4 Heli-Beds, also Plätze für einen Helikopter. Und die Leute fliegen zum Teil ein Stück weit mit dem Helikopter hoch. Verrückte Geschichte. Also das ist eine andere Welt. Aber der Touristiker, der Veranstalter, sieht darin einen Markt. Nepal ist froh, weil jeder Tourist, der da mitgenommen wird, muss $11.000 Genehmigungsgebühr bezahlen. Die bleiben in Kathmandu bei der Staatskasse. Natürlich, die Veranstalter nehmen dann ihr Geld und die Sherpas kriegen auch Geld. Die Sherpas leben zum Teil davon. Die Sherpas sind tüchtige Leute, auch wirtschaftlich tüchtige Leute. Ich will das nicht nur kritisieren. Ich will nur sagen, es ist nicht Alpinismus, es ist etwas anderes. Die Frage ist, wie kann ich mit dem Widerspruch umgehen, in meiner Person, der ja sehr viele Sachen angeregt hat, der viele Sachen gemacht hat, also als Vorläufer, als Beispiel oder als Vorbild und dann die großen Massen, die folgen. Also erstens bin ich nie mit großen Massen gestiegen. Ich war der Erste, der das Ganze reduziert hat. Ich habe den Verzichtsalpinismus erfunden vor 45 Jahren. Also nicht mehr Menschen und mehr Material, sondern immer weniger Menschen, weniger Material. Also ich habe die erste Zwei-Mann-Expedition gemacht, ich habe den ersten Alleingang gemacht an einem 8000er und ich habe auch Wert darauf gelegt, dass die Reduktion die Zukunft ist. Ja, es ist Zeit, das Ganze zusammenzufassen. Was ist das wichtigste Takeaway? Was braucht es Ihrer Meinung nach in einem Satz für eine nachhaltige Zukunft? Also allgemein für eine nachhaltige Zukunft müssen natürlich die großen Probleme, die globale Erwärmung, Klimaveränderung ist ja nur eine im Abhängigkeitsverhältnis davon gelöst werden. Das dauert nicht Jahrzehnte, das dauert lange. Die Klimaveränderung und die globale Erwärmung ist ein großes Thema,
Die Verschmutzung der Meere ist ein großes Thema. Aber wir müssen auch Technologien finden, um dem entgegenzuwirken. Wir müssen unser Leben zum Teil verändern, um zurechtzukommen. Aber wir müssen endlich auch anerkennen, dass die Natur stärker ist als wir. Die Natur hat eine göttliche Dimension. Wir Menschen sind ein schwaches Glied auf dieser Erde. Wir haben nur durch die Zahl, durch die Intelligenz, die Kreativität sozusagen geglaubt, wir haben die Kontrolle über der Natur. Haben wir nicht. Wir müssen uns weltweit zusammentun, aber wir haben bisher es nicht einmal geschafft, in Europa mit einer Stimme zu sprechen. Wie wollen wir eine Weltregierung zusammenkommen? Deswegen sage ich, für die jungen Leute, die wirklich etwas verändern wollten, ist so viel zu tun, dass sie besser zupacken als nur jammern. Nehmen wir uns zu Herzen. Reinhard Messner.